Und damit grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Race of France, zur Runde Nummer 6, Saisonhalbzeit in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2021 in der TWC. Das Gesamtrennen Nummer 18 der TWC-Geschichte, das sechste in dieser Saison, Halbzeit. Und Le Castellet, Frankreich, ist der Schauplatz dieses Halbzeitrennens. Im Vorjahr war die Pole bei Federico de Coimbra. Die hat sich gestern Conor Weigl geholt. Und der Vorjahressieger war Michael Beisler im Fiat. Aber wir haben wieder einen Fiat, der das schaffen könnte. Boris Livic, der Überraschungsfiat auf der 2. Das werden wir gleich auch nochmal durchgehen, die Startaufstellung. Vorher aber die Streckenkarte, meine Damen und Herren, zum Race of France, 20 Runden auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet in der Nähe von Marseille. Die Formel 1 Variante ist das, die auch die Formel 1 in echt fährt und die auch in F1 Spiel drin ist. Und das ist die Formel 1 Version. Mit, ja, interessant wird sein, diese Kurve 1 und 2. Wie kommen sie da durch, alle die Fahrer? Wie stark ist Crashpotenzial? Auch eng wird es zwischen Kurve 3 und 7, der erste kurvige Teil hier, dieses, ja, sieht aus, die Strecke sieht ein bisschen aus wie so eine Pistole mit einem Flascheöffner vorne dran, also an dem Flascheöffner da vorne und dann die lange gerade Ausgang Kurve 7, unterbrochen von der Schikane Turn 8 und 9, da kann man auch sehr schöne Ausbremsmanöver sehen. Und dann nochmal bis Kurve 10 die Schikane und dann der letzte kurvige Teil, dieser Pistolengriff. Es könnte auch nicht nur eine Pistole sein. Die Strecke erinnert mich noch mehr an so, vielleicht kennt ihr das ja, wenn so im Sommer gerade solche Müllsammler, die mit so einem Greifhake dann die Zigarettekippe in so einen Müllsack reinmachen. Ist doch so ein Greifer wahrscheinlich. Ja, am Stiel von dem Greifer. Dort ist dann Kurve 10 bis 12. Da kann man rausgetragen werden. Wir haben im Qualifying das ein, zweimal gesehen. Und dann das kleine Geschlängel 12, 13, 14, 15 bis hoch zur Start- und Zielgerade. Also da sind auch Überholmöglichkeiten. Da kann der Gegner ausrutschen und man kann ihn dann innen überholen. Oder außen, wenn man den Schwung gut mitnehmen kann. Wenn man gut aus der 10. Kurve, aus dem Turn 10 rauskommt. Also es wird interessant, 20 Runden, was uns hier erwartet wird. Und wir gehen mal auf die Tabelle rein, vor dem Rennen. Und ja, es läuft doch für den Conor Weigl, der steht heute auf der Pole Position. 67 Punkte hat seit Portugal die WM-Führung übernommen, Conor Weigl. Hat in Brasilien schon eine Renne gewonnen dieses Jahr. Aber Harald Oerlefsson nur 3 Punkte dahinter mit 64. Der steht aber nur auf der 14. Startposition, der Oerlefsson. Also der muss nach vorne. Und der Oerlefsson hat größer rausposaunt, dass er Weltmeister wird. Der Conor Weigl hat sich ein bisschen bedeckt gehalten. Und vielleicht war es besser vom Conor Weigl. Oerlefsson, der hat sich halt Druck aufgebaut, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und mal kommt damit zurecht am Rennwochenende, mal nicht. Igor Babic mit 61 auf der 3. Der ist heute 5. im Starting Grid. Und der kann heute der erste Verfolger von Conor Weigl werden in der Weltmeisterschaft und an ihn ranarbeiten. Also der Babic hat das Potenzial, die WM zu gewinnen. Colin McCain mit 60 Punkten, der 4., der bis Portugal die WM angeführt hat, ist nur auf Startplatz 19. Also der die erste beiden Rennen der USA und Kanada zum Saisonauftakt gewonnen hat. Ha, schwierig. Rocky Bergmann auf der 5 mit 53, Start aber heute nur von der 16. Mal gucken, was noch geht für den Rocky, denn er gehört zum erweiterten Kreis der Favoriten. Lukas Bär könnte ihn überholen auf der 6 mit 47 Punkten. Er steht auch auf der 6. Startposition. Der Lukas Bär könnte heute alle überraschen wieder. Der Sieger aus Portugal, Steven Hart, der 7 könnte auch nach vorne kommen. Er steht auf der 3. Michael Beisser, Startplatz 12. Heute müssen mal wieder Punkte her in Südfrankreich, also 2 punktelose Rennen und das unfaire Gefahr in Portugal. Die Spannungen im Team zwischen ihm und Günther Steiner mit Slivic und Eichert versteht er sich ja gut. Also das sind alles Faktoren, die nicht gerade so toll sind. Dann Michael Ford, der könnte heute wieder Punkte holen und auch Jake Eberhofer. Ja, aber wir könnten auch Slivic sehen, der in die Top 10 springen kann. Das sind so
die Ausgangslage vor dem Rennen. Und wie sieht es in der Herstellerwertung aus vor dem Rennen? Alfa Romeo Racing mit 165 Punkten könnte heute wieder ausbauen, denn sie sind heute wieder besser aufgestellt als in Portugal. Toyota will aber dranbleiben, 144. BMW könnte ein bisschen wieder verlieren mit 130. Sind noch 14 hinter Toyota, aber da musste Rocky oder der Jake noch ein bisschen weiter nach vorne. Aber Platz 3 auch weiterhin erstmal gesichert, wenn sie gutes Ergebnis bringen. Fiat mit 64 muss auf Ford aufpassen mit 55. Jetzt ist der Kampf um Platz 4. Und Audi gegen Seat, der Navarro mit dem besten Startplatz für Seat auf der 4, könnte heute massiv Punkte holen, wenn er es durchkommt. Und Audi könnte heute mit Rolko auch wieder Punkte mitnehmen. Das ist der Kampf um den 6. Platz. Aber mehr ist da momentan nicht drin. Das muss man auch mal ganz deutlich so sagen, dass das so ist, dass da nicht mehr drin ist. Aber wir werden sehen, was uns das Ganze noch bringt. Ja, und dann gehen wir mal rüber zur Startaufstellung im Rennen. Da sind wir schon. Das Starting Grid zum Race of France 2021. 20 Runden wie üblich in GT1 und TWC. Conor Weigel steht auf der Pole vor Boris Slivic. Bester Startplatz für Fiat seit dem Eichert. Der war auch schon mal Zweiter in Südafrika. Der hat es auch schon mal hinbekommen. Ne Michael Beisler, der kriegt es in diesem Jahr nicht hin. Der muss es im Rennen versuchen, aber hat die letzten zwei Rennen auch nicht hingekriegt. Dann Steven Hart, bester Startplatz für ihn, auch ein Siegkandidat mit dem Fahrzeug natürlich. Steven Hart, den Briten dürfen wir nicht unterschätzen. Und Juan Navarro, ich glaube, er wird nicht um den Sieg fahren können mit dem Auto, aber er wird versuchen, so viele Punkte aus der Startposition mitzunehmen wie möglich. Stark von Seat, dann Igor Babic, Lukas Bär. Dann die Ford-Reihe 4 mit Nico Czewicki, der Michael Ford schlägt, aber die beiden verstehen sich gut und ja, bei Ford hat man zum Angriff geblasen. Fiat Platz 4, das wäre eine Verbesserung zum Vorjahr, denn da war man, ja, da waren wir auch schon Vierter, genau, weil da waren nur 5 Hersteller. Man will die Platzierung aus dem Vorjahr Platz 4 wiederholen. Und das Auto gibt es eher her als im letzten Jahr. Das muss man doch deutlich sagen. Dustin Rolko macht den Patrick Lang glücklich wieder mit dem Ergebnis. Und dann Jake Eberhofer. Dann Patrice Chirac und Michael Beisler. Die beiden letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt noch um die WM gefahren sind. Da muss man auch mal sagen, letztes Jahr um diesen Zeitraum sind die noch um die Weltmeisterschaft gefahren. Aber Le Castellet auch schon die Saisonmitte. Und ja, da sind jetzt andere Voraussetzungen. Weder Beisler noch Chirac haben im Moment die Chance, um die WM zu fahren. Obwohl es nur 27 Punkte von uns sind, Rückstand. Und wir haben ja in der GT1 schon gezeigt, wie schnell man was aufholen. Aber ja, da spielt, glaube ich, diesmal, es wird mal die erste Saison sein, wo es jetzt halt mal eine Meisterschaft gibt, wo es halt auch mal nicht klappt. Dann klappt es halt mal nicht. Podestplatz haben wir ja gehabt im Auftaktrenner, aber vielleicht gelingt uns nochmal in der Hinsicht was. Matze Schweizer hinter uns und dann Harald Oerlefsson. Gott, mal schönes Fritz-Cola wieder sehen vom Schweizer. Ja, der Oerlefsson hat sich vielleicht zu viel Druck aufgebaut. Der Conor Weigel ist es entspannt angegangen nach der Preseason. Er hat gesagt, ja, vorne mitfahren, das muss man mit dem Auto, aber mal gucken, was geht. Und der Harald Oerlefsson hat gleich gesagt, also ich will Weltmeister werden dieses Jahr. Und es hat ja gut angefangen dann in Kanada, aber es ist so durchwachsen beim Oerlefsson. Jetzt in Portugal war es auch wieder gut zu rennen mit Fahrfehler. Aber das Auto hat er um Schweizer, Beißer, Chirac, um die alle zu kriegen. Aber da muss er was tun dafür. Valvorik auf der 15 vor Rocky, Bergmann auf der 16. Da bin ich ein bisschen enttäuscht vom Rocky. Ich hätte mir da vom Rocky Bergmann mehr erwartet. Gerade, dass er im erweiterten Kreis der WM-Kandidaten gehört. Aber vielleicht hat er ja die Chance, heute mit einem guten Start nach vorne zu kommen. Sehr durchgemischt. Michael Eichert, ja, nicht so zufrieden am Qualifying, ja. Boris hat sie alle geschlagen. Frederico de Coimbra kommt nicht in die Saison rein. Ist mit dem Auto unzufrieden, aber freut sich aufs nächste Jahr. Colin McCain, jetzt in einer Schwächephase, nachdem er einen super Saisonauftakt in den ersten 3 Rennen gemacht hat. Und dann mit Südafrika ging es ein bisschen bergab. Und beim Fuxi,
weil Fuxi verdichte sich die Zeiche auf TWC-Abschied und Abschied Richtung Grand Prix 3. Alleiniges Projekt dann nur noch Grand Prix 3. Wird er mit Mo Hörlefson zusammen auch Formel 1 fahren. Also das finde ich wird schon schwierig für den Fuxi. Der kriegt es einfach nicht zusammen im Moment. Und der Conor Weigel, das ist gerade die Speerspitze. Und Hörlefson will sich da stemmen gegen den. Also das wird schwierig. Also es wird sehr schwierig. 39 Grad Asphalttemperatur. Da wird uns die Frage sein, wie lang der Reife da wieder mitmacht, der Pirelli-Reife. In Südafrika hat das so semi-gut überstanden. Brasilien, in den USA war der ziemlich am Arsch, der Reife. Also, ha? Wir werden mal schauen, ob da die Dunlop-Teams da haben, ob der Reife auch vom Slivic, der fährt ja auch den Pirelli-Reife, da vorne was. Dann haben wir noch einen Hancock-Reife mit Navarro vorne. Vielleicht können die überraschen. Und auch der Reifenkrimi, welcher Reifen kommt am besten auf Temperatur, das werden wir auch gleich sehen. So, jetzt mal noch einen Schluck trinken. In der ITM könnte ich jetzt die Flasche hinter in den Fahrerraum schmeißen, weil es da einen Boxenstopp gibt. Das haben wir ja in der GT1 und TWC nicht. Und wie gesagt, es könnte vielleicht schon die Sommerpause sein. Ich beobachte das Wetter immer Woche für Woche. Wenn sich wieder was Kühleres ergibt, dann wird es noch Imola geben und spätestens nach Imola wird auf jeden Fall eine längere TWC-Pause vielleicht bis in den Herbst hinein sein. Dann vielleicht erst wieder Ende August, September dann wieder TWC-Rennen. Also, da muss man mal schauen. So, es wird jetzt auch schon warm durch die Lüfter hier im Zimmer. Ist heute die Hardware ein bisschen beansprucht, aber ja gut, ist ja auch bald Sommer. Waiting for the summer. Aber gut, ist jetzt egal, wir gucken jetzt nochmal hier auf unsere OBS, ob der das alles aufnimmt. Da ist Logo drin, da ist das Logo drin, da läuft die Uhr. Wir müssen wieder mit einem längeren Rennen rechnen. Wir haben ja gesehen, Rundezeit von 1,26. Und Replays sind da noch zu bedenken. Ja, ich glaube, das läuft alles und das Spiel sieht man ja auch. Dann würde ich mal sagen, wir quasseln jetzt nicht mehr lang und gehen rein. Race of France, viel Spaß dabei. Paul Ricard, Le Castellet. Die sechs Ampeln, wenn die erlischen, ist das Race of France 21 gestartet. Los geht's, da sind wir schon auf dem Weg. Und da kommt der Beister aber mal ganz behäbig weg. Aber jetzt kann er die Außenlinie nehmen, kann es besser machen als in Portugal. Babic, Czewicki, irgendwann kommt auch mal eine Bremsphase. Der ist der Czewicki schlechter weggekommen als der Michael Ford. Wie kommt der Meister da rein? Lukas Beer gegen den Meißler. Kann der da außer auch noch den Babic kriegen? Es ist ein sehr, sehr guter Start von Michael Meißler. Der Lukas Beer ist da nicht so gut weggekommen. Jetzt die erste harte Anbremsphase. Slivic dran an Weigel. Babic gegen der Beißler. Und der Beißler kann außen versuchen, den Babic zu überholen. Und Steven Hart hat den Start auch vermasselt. Kommt da der Navarro durch? Beißler auf der 5. Beißler von 12 auf 5. Und Steven Hart, Navarro und jetzt auf der Gerade können wir endlich zum Replay ansetzen. Das wird ja Gott sei Dank gespeichert. Super Start vom Beißler. Das müssen wir uns jetzt nochmal alles angucken. Da ist er sauber crashfrei an mehrere vorbeigekommen. Auch der Bär sehr weit aus, hat Plätze verloren. Und Babic hat er dann auch noch Ausgang von Turn... Ja, was war das? Turn 5? Turn 4, Turn 5 gekriegt. Ah, da behebe ich, ist er weg. Guck mal, jetzt nochmal an. Erstmal aus der TV-Kamera. Und Czewicki hat das Startduell gegen den Michael Ford verloren, haben wir gesehen. Ja,
Ja, da kommt Weiser behäbig weg. Da kommt der Ciewicki schlecht weg. Chirac kommt aber und dann haben wir diesmal die richtige Seite ausgewählt, nämlich außen, wo frei ist. Und das haben wir in Portugal falsch gemacht. Da sind wir auf die Seite, wo viel zu viele Autos waren gewesen. Und da haben wir den Platz gehabt. Steven Hart, der Ciewicki und dann der Lukas Beer. Da sind wir ordentlich vorbeigekommen. Die Strecke hat ja Platz. Ja, Beer hat sogar... Ja, versucht dann, bleibt dann in der Barbic hängen, weil ich dann immer noch außen bin. Der Ford und Eberhofer hat Ciewicki auch noch kassiert. Ja, und dann geht auch Michael Ford jetzt noch an Lukas Beer vorbei. So wie das aussieht, geht Michael Ford dann noch an Lukas Beer vorbei. Und wir sind dann außen an Babic vorbeigekommen. Das war auch schon mal ein sehr, sehr guter Start. Das ist mal aus der TV-Kamera. Wir gucken uns jetzt nochmal von der Zentralcam, wie man es in Grand Prix nennen wird, in Grand Prix 2, der Third-Person-Kamera an, weil die ist einfach besser für solche Sachen geeignet. Einmal aus der TV-Kamera, aber die ist nicht auf jeder Strecke da oder nicht gut. Ja, der Chirac kam auch nicht weg, aber der Chirac kam auch nicht gut weg. Und der Jake, der Rolko hat den Start versiebt, der kam auch nicht richtig gut weg. Der hat Re-Spin, kam der Jake und ich außen vorbei, der Ciewicki ist da mit Re-Spin hängen geblieben. Gehen wir an dem auch noch vorbei. Noch an Michael Ford vorbei. Dann kommt da der Lukas Beer. Das war knapp mit dem Lukas Beer, aber da haben sich zwei verstanden. Und dann sind wir weit rausgerutscht, was uns aber natürlich dann geholfen hat, mit keinem zu kollidieren, dass wir so weit rausgerutscht sind. Auch fair zwischen Babic und Beiser ist auch in Portugal nicht so gut abgelaufen, die Nummer. Der Babic, leicht, der nicht mal berührt und dann steckt er zurück. Der Babic hat schon an die WM gedacht, als er den Beißer gesehen hat. Und dann Steven Hart, Navarro hat da um den Podestplatz gefeitet tatsächlich in den ersten paar Metern. Also stark von Juan Navarro. Conor Weigel, Boris Levitsch, Steven Hart und Juan Navarro. Das und dann der Beißer auf der 5. Wir holen uns jetzt den Start von Conor Weigel an, der heute die Chance hat, sein zweites Saisonrennen, sein viertes Gesamtrennen in der TWC zu gewinnen. Conor Weigel. Damit wird er mit dem Beißler gleichziehen, denn der ist der amtierende Rekordfahrer nach Siegen. Der hat nämlich letztes Jahr 4 gewonnen. Und da wird er mit dem Beißler gleichziehen, wenn er wieder 4 gewinnt. Aber vielleicht haben wir ja doch eine Siegchance, von der wir nichts wissen. Aber wir wissen auch, dass wir zu blöd sind zum Überholen manchmal. Also eigentlich Platz 5, das ist der beste Start seit Südafrika wieder. Der müssen wir eigentlich, also wenn wir heute nichts draus machen aus dem Start, dann könnte ich mir eigentlich die Fresse polieren, weil das war ein sensationeller Start von 12 auf 5. Und es könnte auch noch am Seat vorbeigehen vielleicht. Ganz souverän, da gucken wir uns mal Boris Slivic an. Ja. Der Slivic kam ein Ticke besser weg als der Weigel, aber dann kann der Weigel sofort die schnelle Beschleunigung, Toyota sofort auf Beschleunigung. Kann man schon sehen, dass der Slivic keine Chance hat. Da ist eher noch der Steven Hart, der aufschließt, aber dann zurücksteckt. Der hätte er vielleicht schaffen können, durchzuziehen, ja. Das Risiko, das hätte er nehmen können, der hätte den Platz 2 wahrscheinlich hingekriegt. Also vielleicht, mal gucken. Ob wir jetzt da noch mitspielen gleich. Aber auch guter Start von Boris Livic. Winkt an, hat er da, war er nochmal dran im Kurvengeschlängel. Da versucht er dann nochmal sich zu zeigen gegen den Conor Weigel, der sich aber nicht beirren lässt von Boris Livic. Und der Navarro war zu dem Zeitpunkt mal kurz dran am Podest. Hat ja schon mal ein Podest der TWC geholt. Und zwar in Okayama im letzten Jahr. Sein einziges Podest. Damals noch im Kader von Toyota. Und wir gucken jetzt mal Steven Hart und Juan Navarro an. So viel Zeit muss sein. Und Ciewicki will ich auch sehen, weil der ist auch schlecht weggekommen. Ciewicki, Beer und dann würde ich sagen, müssten wir uns auch mal noch Jake Eberhofer angucken, denn er ist nämlich auch saugut weggekommen. Rocky Bergmann hat nämlich keinen Platz gewonnen. Auch O'Hurlefson und Schweizer sind zurückgefallen. Also für Olafsson hat er sich zu viel Druck aufgebaut. Der Conor Weigel geht diese
Sache, Weltmeisterschaft zu gewinnen, etwas lockerer an und befreiter. Der Oerlefsson vielleicht zu viel Druck aufgebaut. Bergmann den Start verloren, ist nur auf die 17 zurückgefallen. Ja, hier hat sich der Wagen sogar verbremst, dem aus der Sicht von Steven Hart. Dadurch kam der Slivic ran. Und da Navarro, der zieht einfach mal durch. Der Mann aus Panama City, aber dann Ausgang des Geschlechts. Da sind sie nebeneinander. Kurz Navarro Dritter, aber dann Ausgang Kurve Nummer 6, Kurve Nummer 7 hier. Da kann dann der Alpha. Also der Slivic wird den Platz auch noch verlieren. Da bin ich überzeugt. Navarro will ihn natürlich aussehen, ist ja ganz klar. Aber der ist sogar besser weggekommen als Steven Hart. Muss ich erst noch wehren, aber ja. Juan Navarro. Hut ab. Auch den Start gemeistert mit dem Seat. Das sind heute dicke Punkte vielleicht drin für Seat. Wenn er nicht durchgereicht wird. Die Frage der Yokohama-Reifen, der Hancock-Reifen, hier vielleicht sogar am besten nach Dunlop zurechtkommt. Denn die Fiat, mit das einzige Team mit den Pirelli-Reifen, ja, wir wissen, Pirelli ist sehr anfällige Reife. Der kann einmal schnell kaputt gehen, also ja, da hat sich Weigel verbremst. Das war die einzige Chance für Slivic. Und da zieht der Navarro einfach mal rein. Zeigt er, was er kann. Fuhr ja Formel 3 zusammen. Formel 3 und Formel 2 fuhren die ja. Formel 3 fuhr ja gemeinsam mit Luca Le Gall in einem Team. Dem mittlerweile Renault Formel 1 Pilot bei uns. Der Navarro ist dann in die Tourenwagen. In den Tourenwagenbereich gewechselt. Der Le Gall Richtung Formel 1. Da würde ich gerne noch Lukas Beer, Michael Ford, Nico Cevicki und Jake Eberhofer sehen. Das muss jetzt einfach noch sein. Ja, da kam der B aber auch besser weg als der Babic. Warte, Igor Babic noch angucke. Ja, da kam der B besser weg, aber der B hat dann Michael Ford. Cevicki brauchen wir uns vielleicht jetzt nicht nochmals gesondert angucken. Wir sehen ja aus der Sicht von Ford. Ja, wow, viel Wheelspin. Da hat der Ford die Beschleunigung schneller hingekriegt. Ja, viel, und da bleibt er hängen da. Viel, viel Wheelspin. Ganz schlecht gelaufen. Und Jake Eberhofer auch. Sieht dann, wie der Rolko und der Cevicki kann die beiden schon im Alleingang auf der Geraden schnappen. Der Nico Cevicki. Ah, kein guter Start. Rolko, ja, der hat Wheelspin überall bei dem Allradler. Und da kann der BMW vom Jake besser wegziehen. Und dann der Ford von Nico Cevicki. Ja. Und da kommt der Beißler angeschossen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Dann gehen wir mal gucken, wie eng das noch mit Bär war. Da haben wir den Start schon gesehen vom Bär. Ja, da ist er hängen geblieben, der Navarro kam gut weg, der Babic. Ja, also der Bär hatte seine Chance, kam war, aber dann leider, und das war jetzt das, was wir besser gemacht haben. In Portugal waren wir auf der falschen, jetzt war der Bär auf der falschen Seite, der war nämlich innen. Hier und außen kommt der Beißler, ja, und da wollte er keinen Crash mit dem Beißler riskieren. Und dadurch, dass wir da rausgetragen worden sind, war das eigentlich unser Glück, dass wir dadurch keinen berührt haben. Und konnten da jetzt quasi auf dem Gas bleiben. Musste nicht groß lupfen. Erst wieder an der Kurve. Und deswegen konnte man da auch so gut ranarbeiten. Und der Jake, ja, der Cevicki bis auf die 10 runter. Eieiei. Und Bergmann ist McKenzie. Bergmann nur 18. Der Fuchsi bleibt letzter. Und Oerlefsson muss ich jetzt erst noch mit dem Schweizer duellieren. Wahnsinnig. Und da kommt der Rolko gegen der Cevicki. Achtung. Und dann schubst der Rolko den auch wieder raus. Was für ein Start. Also der Cevicki, der Verlierer des Starts, kann man schon mal sagen. Und wir sind jetzt nach 10 Minuten mal wieder im Live-Bild. Also Cevicki, der Verlierer des Starts. Und dann
Ja, wir können sagen, Chemiki ist der große Verlierer des Starts. Von 6 nur auf die 11. Also das ist schlecht. Aber hat jetzt der Rolko wieder einkassiert, der Chemiki? Ja, der Ford dürfte besser sein als der Audi in diesem Jahr. Chirac wird vom Schweizer kassiert. Also Seat ist recht ordentlich dabei. Eichert auf der 15. Bergmann und McCain, das geht um Platz 17. Ja, ich glaube, der zieht da vorne der Weigel schon wieder weg. Also ich glaube, mit dem Sieg kann man da nichts zu tun. Boris Livic hält da die Schoße auf, das hilft uns. Und da rutscht sie weit raus. Der Navarro hatte hier im Qualifying letztes Jahr eine Kollision mit dem Beißler. Da war es der Navarro noch in einem Toyota drin. Ja, da der Hart kann auch schneller, glaube ich. Also der Slivic scheint der Bremsklotz jetzt zu sein. Da merkt man jetzt die fehlende Leistung des Fiats, denn der Weigel zieht weg. Und hinter uns sind sie alle dran. Oh Gott, einmal angeschubst am Navarro. Hinter uns Babic, Ford und Eberhofer hat Bär geschnappt. Jetzt im letzten Sektor. Also BMW doch nicht so stark, wie wir das erwartet hätten vor dem Rennen. Und der Juan Navarro, das ist die Überraschung für mich im Seat. Der kann da locker mithalten. Der Slivic ist der Bremsklotz. Der kann nicht das Tempo von Conor Weigel mitgehen. Jetzt gute Überholmöglichkeit für Michael Beister gegen den Navarro. Kann der Navarro kontern, eng am Körb fahren. Das ist in Ordnung und Beißler ist auf der 4. Ja, da hat der Navarro lieber keinen Crash riskiert. Steven Hart und Slivic und der Conor Weigel zieht da vorne schon 4 Sekunden weg in der zweiten Runde. Also der Conor Weigel, wenn der gewinnt, da baut er die WM-Führung mal deutlich aus. Babic könnte dann der erste Verfolger zwar in der WM werden, aber er hat schon ein bisschen Rückstand. Er ist nur Sechster. Aber Slivic kann sich jetzt so langsam... Also Boris ist einer. Navarro gegen Babic. Und der Navarro fällt jetzt zurück so langsam. Babic jetzt auf der 5. Also der Navarro jetzt macht sich bemerkbar, dass der Seat Probleme bekommt. Der fällt zurück. Fiat gegen Alfa ist der Kampf der italienischen Hersteller aus einem Jahr. Fiat ist der Haupthersteller und Alfa Romeo ist der Schwesterhersteller hier von dem Fiat-Konzern. Aber unsere einzige Chance ist echt diese Curbs eng an. Die sind sehr, sehr tief, die Curbs hier. Gibt Strecken, da kann man das nicht so schön. Hier gibt es diese gelben Übercurbs, wo man herumfliegen kann. So, das ist schön flach alles. Und das kann uns helfen. Das könnte uns wirklich diese Strecke entgegenkommen. Aber wie lang kann der Reifen unsere Fahrweise mitmachen? So, Steven Hart, das war rausgekommen. Ganz gut an dem Briten im Alfa Romeo. Slivic kann sich absetzen. 2 Minuten 27, 2:15. Conor Weigel legt ein Tempo vor. Kann der Beißer noch später bremsen als der Steven Hart? Ja, kann er. Kann er und das sogar noch ohne Crash. Beißler auf der 3. Und da kann auch Günther Steiner mal vor Freude klatschen. Tut er auch, so fair ist er. Weil der Beißler heute wieder ein anständiges Rennen macht. Und der Boris könnte jetzt auch noch geschnupft werden. Der Steven Hart, da haben wir es jetzt einfach mal durchgezogen. Ist gut gegangen. Und der Steven Hart, der hat keine Chance gehabt gegen den Michael Beißler. Es könnte hier wirklich, das scheint hier so eine Fiat-Strecke zu sein, tatsächlich. Im letzten Jahr haben wir das Rennen gewonnen. Und jetzt sind 2 Fiats auf Podestkurs. Aber wir sind erst in Runde 3. Das ist ein langes Rennen hier.
Steven Hart ist noch dran, Navarro festigt sich erstmal auf der 6. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen von Juan Navarro. Achtung, nein, nicht der Performance-Ruckler, bitte. Igor Babic und Steven Hart. Der Babic drängt nach vorne, weil der fährt ja um die Weltmeisterschaft. Der Hart ist weit weg und Babic geht jetzt an Steven Hart vorbei. Michael Ford geht in der Schikane an Juan Navarro vorbei. Der Panama-Fahrer wird durchgereicht. Der Mann aus Panama City verliert jetzt immer mehr Plätze. Jetzt sind wir an den Pöller gefahren, der die Track Limit signalisieren solle. Das ist die schwierige Kurve, die ich meinte. Kurve 10 und 11. Das ist auch sehr schwierig. Und hier 12 und 13, da kann man auch rausgetragen werden. So, Igor Babic, der hat sich was vorgenommen, denn der will Conor Weigl jagen. Babic und Weigl, das scheinen jetzt im Moment die zwei zu sein, die ernsthaft den WM-Kampf gestalten können. Für uns wäre ja jeder Punkt wichtig nach den letzten zwei Katastrophenrennen. Wir können auch Boris nicht folgen im Moment. Der macht es sehr gut, Boris Livic. Das mal auch mal hervorheben. Es wäre das zweite Podest nach Kanada. Aber das ist noch lange nicht sicher. Navarro jetzt nur mehr Siebter. Nein, 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 nein! Mann! Aber wir kommen wieder auf der 3 zurück, auf der 4. Babic auf der 3. Der Performance-Ruckler hat uns Podest gekostet. Aber Gott sei Dank war es nicht so dramatisch. Wir haben noch die Chance, uns den Platz wieder zu erkämpfen. Und Babic fährt an das Auto ran. Alles fair, also Podest verloren durch den Performance-Ruckler. Aber das ist noch nicht erledigt. Der Boris hat sich gefreut drüber. Aber ist 4,5 hinterm Weigl, der kontrolliert das Rennen. Conor Weigl, der macht das souverän wieder mal. Der Mann ist erst 20 Jahre, der Conor Weigl. 21 wird er dieses Jahr, der Conor Weigl. Also, und er fährt jetzt hier schon um eine WM. Und ich will's Podest aber noch nicht kampflos aufgeben. Aber nicht zu viel riskieren, weil auch Platz 4 wäre mal wieder gute Punkte. Nach dem Scheiß in Portugal und dem Quatsch in Südafrika. Und uns steckt noch ein Steven Hart im Getriebe. Er will ja auch wieder nach vorne. David, wären zwei Kroaten auf dem Podest hier in Frankreich. Zwei, die Strecke erinnert mich auch so ein bisschen an die Kropnik-Rijeka-Strecke. Die habe ich auch in Assetto Corsa. Muss ich mal testen, weil es gibt ja die Überlegungen, ein Kroatien-Rennen nächstes oder übernächstes Jahr, wahrscheinlich übernächstes Jahr ein Kroatien-Rennen in den Kalender aufzunehmen. Nächstes Jahr kommt ja Holland neu dazu, wird in Zandvoort gefahren. Sonst bleiben die Strecken, wie sie sind. Es kommt Zandvoort wahrscheinlich für Indonesien dann dazu. Aber das Podest ist noch lange nicht erledigt für uns, denn das haben wir noch nicht aufgegeben. Das ist noch machbar, das Podest. Und Michael Ford hat Steven Hart überholt. Also der Ford ist auch dran. Auch für den Ford Focus eine Strecke. Und Slivic kann den Abstand halten auf seinen kroatischen Landsmann, auch guter Freund Babic. Die sind ja zusammen Kart gefahren. Ui. Und jetzt kriegt Beißler Verwarnung wegen Track Limits, weil er den Poller da ungespitzt mitgenommen hat. Der Babic denkt sich, du machst es nicht, ich mach dir die Tür zu. Aber faire Tourenwagensport, das deutlich fairer als das zuletzt in Portugal. Das war unfair hoch 10, was wir da gefahren sind. Und jetzt gut rausbescheuert. Jetzt zieht aber der Alpha weg.
Und Slivic hat jetzt eine Sekunde aufgeholt in der letzten Runde auf Weigl. Kann der Slivic das Rennen gewinnen? Kroatische Hymne hören wir ja nicht allzu oft. Zuletzt mal gehört in der Formel 1 auf AMS Championships in Budapest. Und Beisler hat in der Schikane jetzt Igor Babic geschnappt. Ist schon wieder Dritter. Mit dem Rennsieg kann man nichts zu tun, aber mit einem Podest, wenn man es gut anstelle, schon. Ja, für den Rennsieg, da sind wir zu langsam. Aber das war heute nicht das Ziel, der Rennsieg. Sondern das Ziel war eindeutig ein Punkteplatz. Ein Podestplatz natürlich eine Zugabe. Und Michael Ford, der kämpft auch um dasselbige noch. Der hat jetzt gerade aufgeschlossen auf der Babic. Und ist vorbei an Babic. Michael Ford kämpft ums Podest. Letzter Podestplatz des USA-Rennen. Wäre auch sein Dritter. Also der Michael Ford, der macht heute ein sensationell starkes Rennen hier. Für den Ford. Der Czewicki ist nur mehr 13. Der scheint Probleme zu haben. Da liegt der Pöller. Und Babic hat dadurch jetzt wieder zwei Plätze verloren. Ist wieder nur 5. Lukas Beer ist mittlerweile auf die 10 runtergefallen. Matthias Schweizer hat sich jetzt auf die 9 vorgearbeitet. Navarro hält sich stark auf der 7. Nein, nein, bitte kein Performance-Ruckler, danke. Wir sind schon in Runde 6. Also heute hatte Günther Steiner nichts zu meckern mit dem Beißler. Der fährt heute wieder anständig. Boris auf der 2. 2 und 3 für 4. Das wäre auch mal wieder eine Antwort auf BMW, die heute schlechter als erwartet sind. Aber man hat nicht damit gerechnet, dass Fiat heute mitfährt vorne. Navarro hängt weit, ist alleinfahrend auf der 7, kam auf der Streckenkarte sehen. Er macht seine Arbeit gut im Seat. Schweizer hat mittlerweile auf die 9 vorgearbeitet. Also stark für die Mannen von Seat. Es gibt mal wieder gute Punkte, dem Audi so stark war in Portugal. Aber Portimao, da auch eher so eine Audi-Strecke ist dann. Hörlefsson auf der 11 versucht jetzt noch einen Punkt zu holen. Aber das ist nicht das, was der Hörlefsson will. Und der Bär hat sich von dem Startplatz auch mehr erhofft. Aber BMW heute dann nicht WM-fähig. Sehr, sehr weit innen. Muss er, der Beißler, muss. Er muss sehr weit innen fahren. Das ist Kampflinie, was der hier fährt. Slivic wird sich freuen, weil der ist 3 Sekunden weg. Und einerseits, ja, der ist 7 Sekunden weg vom Beißler und 3 vom Weigl. Also der Beißler mit Mann und Maus fährt er jetzt hier Kampflinie, um den 3. Platz mitzunehmen. Frühes Bremsen, um besser raus zu beschleunigen. Da ist der Ford nicht ganz so gut in der Beschleunigung. Da ist der Alpha besser. Ford muss nämlich nach hinten aufpassen, denn da ist der Babic wieder dran. Und McCain mittlerweile auf die 14 vorgekommen. Aber der wird auch Boden verlieren. An Conor Weigl und Co. Und auch Hörlefsson wird Boden verlieren, denn Babic wird auf die 2 vorspringen in der WM. Diese Ein- und Zweigang-Kurven-Kombi. Gut rausbekommen, haben uns ein bisschen Abstand auf den Ford ausschöpfen können. Also Platz 3 ist tatsächlich das überraschende Maximum der Gefühle momentan.
nach vorne zu Boris geht nicht mehr viel. Abstand bleibt so bei 7,2. Aber das ist auch nicht das Ziel mehr jetzt. Es war das Ziel Punkte in dem Rennen. Und das sind wir locker im Soll. Das könnte ja auch ein Podestplatz geben heute. 20 Punkte, da hat er 60 Punkte. Der wäre auf Höhe von McCain, wenn der keine Punkte holt, der Beißler. Also bleibt dann auch mal wieder im Top 10 Platz. Aber weit weg momentan trotzdem noch von der WM. Nächste Strecke in Imola, das wird schon wieder schwieriger. Weil Imola ist keine Michael Beißler Strecke. Fahrerisch, und da wird es wieder schwierig. Haben wir im letzten Jahr auch Punkte geholt. Da, wo mein ehemaliger Nachbar geklingelt hat. Wo ich da die 20 Minuten einfach drin gelassen habe. Fährt weit rüber. Warning, Track Limits, sagt ihm Günther Steiner. Die Rennleitung kann dir eine Strafe aufbrummen. Aber die Rennleitung möchte auch nicht alles bestrafen. Das sind faire Kämpfe. Heute läuft alles fair ab. Nicht die überhitzten Gemüter, wie wir sie hatten. Da macht er kleine Fahrfehler. Weicht er ab von der engen Linie. Ja, dieser erste und dieser letzte Sektor, der hat es in sich. Ford ist wieder dran und der Babic hängt da fest. Der könnte von den drei hier am schnellsten wahrscheinlich. Slivic kontinuierlich 7,3 und mittlerweile aber schon 9 Sekunden vom Beißler. Da vorne biegt jetzt der Slivic erst auf die lange Gerade ein. Ja, Slivic hat aber, glaube ich, nicht das Paket, um Weigel ernsthaft anzugreifen. Jetzt rutscht er weg, der Beißler. Da kommt der Michael Ford in Schlagdistanz. Boah, ist das ein Kampf, das Rennen, ich sag's euch. Hab schon ewig nicht mehr um so ein Podest-Fight kämpfen müssen. Sind sie beide nämlich wieder dran. Michael Ford außen, hat er die Attacke zum Podest gesetzt. Aber da konnten wir wieder später bremsen. Konnten in der Schikane wieder zurück überholen. Also im Kampf ums Podest zwischen Beißler, Ford und Babic. Da ist im Moment die meiste Spannung drin. Weigler hat das im Griff. Slivic kann dadurch souverän den zweiten Platz fahren. Navarro gegen Hart. Aber hier Platz 3 ist die Würze drin. Michael Beißler, Michael Ford und Igor Babic. Und jetzt ist der Babic dran. Der sich das jetzt da nicht lang anguckt. Der rutscht aber da weg. Wollt uns da noch antackeln. Rutscht dann da weg. Eier, das war unsinnig. Babic fährt noch. Ist jetzt neben uns. Ja, das ist aber alles in Ordnung. Das ist Tourenwagensport, wie wir es sehen wollen. Das ist ein harter Kampf ums Podest. Ford jetzt an Babic vorbei. Einmal rüberziehen ist in Ordnung. Die Power des Alphas ist nicht zu unterschätzen. Beißler fährt jetzt mittig die Kampflinie. Wir sind erst in Runde 9. Und meine Hände schwitzen jetzt schon wie ab. Und wir müssen aber noch elf Runden fahren. Das ist ja wahnsinnig. Also der Podestplatz, da flippe ich auch gleich aus vor Jubel, wenn ich den schaffe. Weil das ist schon intensiv. So intensiv habe ich lange nicht mehr um den dritten Platz fahren müssen. Aber ich habe zwei Gegner im Rücken, die besseren Autos haben als ich. Und das merkt man. Und das macht sich aber diese enge Linie. Die Strecke bietet mir die Möglichkeit, enge Linien fahren zu können. Der letzte Sektor, der macht mir eigentlich mehr Angst als dieser erste. Der erste kann man schön enge Linien an den flachen Körbs fahren. Im letzten Sektor kann man rausgetragen werden. Da muss man den Abstand halten. Babic hat Ford dadurch leicht rausgeschubst, war aber alles in Ordnung. Babic ist ja wieder dran.
Der hat dann kurz, ist der aber kurz in die Auslaufzone gerutscht und gut. Herr Navarro ist alleinfahrend weg. Der spielt keine Rolle ums Podest. Zu spät. Babic hat sich gerade im Funk beschwert, dass er meint, dabei ist leider abgekürzt. Und da hat man ihm an der Box gesagt, nein, nein, der hat Zeit verloren, du bist näher rangekommen an ihm. Der hat da zu viel Zeit verloren mit der Linie, das war kein Vorteil. Du bist dran, catch him. Der hat Probleme mit den Reifen, der wird das nicht lange durchhalten können. Ja, das merkt man. Weigl hat sich jetzt abgesetzt. Also der Conor Weigl fährt auch, glaube ich, nur noch so schnell, wie er muss da vorne. Weil der weiß, der Slivic hat nicht unbedingt das Auto, ihn anzugreifen. Der Slivic freut sich dann, geht nicht da vorne, da hinten der Beißler leistet ihm Schützenhilfe, weil der kann nicht viel erreichen. Jake hat sie jetzt auf die 7 vorgearbeitet. Stephen Hart verliert jetzt immer mehr. Halbzeit des Rennens. Navarro müssen wir loben und auch Schweizer, die machen ordentliches Rennen für Seat. Der Oerlefsson schafft es nicht, an den Schweizer ranzukommen. Also das ist bitter, weil der Oerlefsson hat gesagt, er will Weltmeister werden. Und der Conor Weigl, der das ein bisschen ruhiger angegangen ist vor der Saison, der scheint es eher zu schaffen, da was zu bewegen. Der Babic verliert ja Punkte, weil er müsste ja schon aufs Podest kommen. Slivic spielt in der WM keine Rolle, der könnte sich auf den Top-10-Platz verbessern. Jetzt haben wir uns ein bisschen Abstand rausfahren können. Mittlerweile der Boris schon 13, 14 Sekunden weg von uns. 20 hat der Weigl Vorsprung auf uns. Aber ich meine, der Sieg war auch nicht wirklich das Ziel, oder? Also das wäre jetzt eine Sensation, wenn das jetzt uns gelingt noch irgendwo. Aber mit dem Podestplatz habe ich allerdings auch nicht gerechnet hier, dass das möglich ist, da rumzufahren. Jetzt haben wir die Schikane gut erwischt. Da haben wir uns jetzt gut Abstand rausfahren können für diesen schwierigen letzten Sektor. Ja, schön lupfen. Am Griff des Müllgreifers sozusagen. Da, der letzte Sektor finde ich schwieriger. Da können sie aufholen. Weil ich die Kurvenkombi da einigermaßen gut hinbekommen habe. Und das hier ist noch sehr tricky. Und Rocky, Bergmann, Fuchsi, Eichert, die in der Bretter auch nichts zu melden. Der Fuchsi hat jetzt einen Eichert überholt, der Bergmann ist vorletzter, der Coimbra fällt überhaupt nicht auf. Der im Vorjahr hier noch um die Podest gefahren ist im Audi. Der Navarro kann bei dem Kampf doch nochmal aufschließen und nimmt den Eberhofer und den Hart noch mit. Also da wird es Lukas Bär allein auf der 9, Rolko... McCain gegen Chirac. Mittlerweile jetzt 15 Sekunden Rückstand Beißler auf Slivic. Also Boris holt heute einen überrascht, auch er holt dann sein erstes TWC. Damit hätten alle Fiat-Piloten zumindest mal ein Podest. Könnte heute das erste Doppelpodium seit Adelaide wieder geben. Adelaide letztes Jahr, als der Beißler die WM gewonnen hat, da hat er das Rennen gewonnen und der Lukas Bär war im zweiten Fiat auf der 2. Das ist letzte Doppel, das war ein Doppelsieg. Es wäre das erste Doppelpodium für Fiat seit Adelaide im letzten Jahr.
Diesmal ein 2 und 3 Slivage vor Beißler. Aber auch der Slivage ist jetzt angekommen in der TWC. Na, der Eichert, der hat heute halt nichts zu melden. Ja, wir können uns jetzt aber doch auch schon bald 4 Sekunden vor Babic absetzen, so ein bisschen Luft rausnehmen können. Weil der Babic wird jetzt direkt vom Ford bedrängt. Ja, so langsam weiß man, wie man die Kurve jetzt nehmen muss. Man im Renntrim drin ist und das ist ganz wichtig. Zweite Saisonpodest wäre es, wenn wir es hier schaffen würden. In Montreal haben wir uns das Podest ja noch in der letzten 2 Runde geholt. Gegen Conor Weigl und gegen der Bergmann. Ja, da in diesem letzten Sektor, da können die beiden aufholen vorne. Und Navarro kommt ran. Navarro kommt nochmal ran in den Kampf, weil da vorne die Aufkalte wäre von mir quasi. Und da im Infight sind, da hat Juan Navarro auch nochmal die Chance, Plätze gut zu machen. Also starkes Rennen und dahinter eben Jake Eberhofer. Die beiden haben auch nochmal Chance, nach vorne zu fahren. 12. Runde. 11 absolviert, 12. Runde jetzt schon. So, jetzt sind sie wieder da. Rückfahrkamera und Rückspiegel. Aber die Rückfahrkamera ist hier besser montiert. Es gäbe die deutsche und japanische Hymne beim Sieg von Conor Weigl, den ich jetzt bei 7,5 Sekunden Vorsprung nicht mehr in Gefahr sehe heute. Sei denn der Weigl hat jetzt ein Problem oder macht einen Fahrfehler, dann hätte der Slivic gewonnen. Aber der Slivic, der erste Kroate, der ist aufs Podest. Na, Igor Babic war der erste Kroate, aber auch der zweite Kroate schafft es in der Saison aufs Podest mit Boris Slivic. Dass der Boris sowas kann, das habe ich erwartet, dass wir von ihm einen Podestplatz sehen könnten. Auch von Babic, die sind ja schon länger jetzt auch im Tourenwagen unterwegs. Babic hat hier sogar letztes Jahr ein Formel-E-Rennen gewonnen auf dieser Strecke. War auch die Formel-1-Variante. Der Babic letztes Jahr Formel-E gewonnen. Also die Strecke mag er, der Igor. Ah, sehr untersteuernd. Da bleiben wir also am Körper hängen und da hole die mich wieder ein. Dieser letzte Sektor ist wirklich ekelhaft. Den ersten 2 Sektoren kann ich noch was wegmachen. Eberhofer jetzt an Navarro. Das ist der Kampf jetzt. Eberhofer jetzt auf der 6. Heute macht der Eberhofer dann die besten BMW-Punkte. Der hat sich auch eingefunden. Der Lukas ist nur 9. und der Matze hält immer noch den letzten Punkt 4 Sekunden fest vor Oerlefsson. Und der Jake ist jetzt dann auch bald. Jake und Navarro sind jetzt auch dann dran. Also muss man auch Jake loben, der von 10 ein sehr guter Bär hat, das Rennen nicht so gut hingekriegt. Der Sieger aus Portugal. Jake da sein erstes Podest geholt. Da für Podest reicht es heute bei BMW nicht, aber wieder für gute Punkte. 8 Punkte dürften das sein, die der dann mitnehmen können, Jake, für die Herstellerwertung. Jetzt staut sich Sinn. Jetzt haben wir ja so ein Beißler-Train. Ja, da könnte der Steven Hart wohl unter Umständen auch nochmal rankommen. Also da könnte es jetzt in der letzten Runde nochmal zu ordentlichen Positionsverschiebungen auf den Rängen 4 bis 8 kommen.
Bär und Schweizer zu weit weg. Oerlefsson fährt jetzt nochmal ran, den Abstand, der will jetzt unbedingt noch letzte Punkte holen. Zwischen 4 und 8 könnte es jetzt nochmal spannend werden in den letzten 6, 7 Runden. Mitbegünstigt dadurch, dass der Michael Beißler da vorne da halt eben auch nicht mehr wegziehen kann. Babic muss weg von Ford, weil es geht um die Weltmeisterschaft. Finn Conor Weigel führt das Rennen an. Valvo jetzt an Chirac vorbei. Und wo ist denn der Bergmann? 19. Fuchsi, 17. Ja, ich glaube, Fuchsi wird sein Cockpit jetzt verlieren. Da könnten wir im nächsten Jahr sitzen. McCain gegen Rolko. Es deutet sich darauf an, dass wir Michael Beißler im nächsten Jahr in einem Toyota Avensis sehen werden. An der Seite von Conor Weigel und Harald Oerlefsson. Und es gibt ja auch schon Gerüchte darum, dass Beißler einen Nachwuchsfahrer aus der Schweiz in den Fiat setzen können. Sören Gellweiler heißt er. Der GP2-Pilot von Miles 7. Das ist im AMS Championship. Der könnte hier das Cockpit bekommen. So, Jake ist dran an Ford, an Babic. Also auch er will jetzt noch ums Podest fahren. Jake Eberhofer. Der kann das. Der kann das. Aber ob der Beißler das so zulassen wird, das werden wir sehen. Runde 14. Noch 7 Runden. Aber erst 13 absolviert habe. Ein sehr langes Rennen. Das ist hart an den Track Limits. Da sollten wir aufpassen. Ja, bei der Fahrweise wird natürlich der Reifen richtig hart beansprucht. Das ist ja ganz klar. Weil man da sehr weit rausrutscht. So, Jake jetzt gegen Michael Ford. Also Jake bläst jetzt an, hier die Gegner zu überholen. Oh Gott, was macht denn der Beißler? Eine Unkonzentriertheit kostet das Podest. Und Babic wird jetzt erleichtert sein. Kann sich jetzt absetzen. Ein Navarro spielt jetzt auch mit gegen Jake. Da haben wir jetzt eine Unkonzentriertheit gehabt. Sehr anstrengendes Rennen. Und da die Konzentration lässt nach bei Beißler. Ah, jetzt muss er volles Risiko gehen. Es geht jetzt hier um den Podestplatz. Das Doppelpodium von Fiat, erste Mal Geschichte. Navarro spielt jetzt auch munter im Podestkampf wieder mit. Und Oerlefsson hat jetzt Schweizer und Bär überholt. Denn Bär hat auch einen Fahrfehler drin gehabt, hören wir. Ist auf die 12 zurückgefallen. Der Lukas Bär. Und der Beißler kämpft jetzt mit Albert Daschen. Gegen der McCain. Gegen der Babic. Bär hat einen Fahrfehler gemacht im letzten Sektor. Ist 3 Plätze zurückgefallen. Und dadurch ist jetzt der Oerlefsson zu 2 Meisterschaftspunkten gekommen. Und Beißler kommt jetzt hier. Wieder zum Podest wird er gedreht. Aber fährt weiter, der kann weiterfahren. Der Beißler wird da fast umgedreht, aber bleibt so in der Spur und auf dem Gas drauf, dass er jetzt auf der 3 ist. Das ist alles fair, die Rennleitung lässt es durchgehen und jetzt wird es aber unfair von dem Igor Babic. Jetzt wird es unfair von Igor Babic. Das ist jetzt aber wirklich zu übermotiviert. Beißler im Boxenfunk, was schiebt denn der mich da zweimal an, die Sau?
Und man hat ihm gesagt, Michael, bleib ruhig, du hast dir den dritten Platz erkämpft. Versuch wieder so zu fahren wie vorher auch schon im ersten Rennhälfte. Dann können wir es schaffen. Und der Babic, das mal, kriegt jetzt eine Verwarnung, der Igor Babic. Wegen der zweiten Kollision da. Das war zu übermutig. Die erste Kollision, das war Reinstechen vom Beißler. Okay, da kann man sagen, ja. Aber bei der zweiten Kollision ist der Babic, hat er reingehalten. Und dafür hat er jetzt eine Verwarnung gekriegt. Aber der Babic ist on fire. Dahinter ihm sind Ford, vor allem Eberhofer, der da vorne will. Und die Konzentration, die lässt ja auch bei einigen nach. Wir haben es vorhin bei uns gesehen, dieser Fahrfehler, der uns dann mal kurzzeitig Platz 3 gekostet hat. Alter, da sind 4, 5 Fahrzeuge hinterm Beißler und die kämpfen alle ums Podest. Bis Platz 7 geht der Kampf ums Podest runter. Steven Hart zu weit weg. Bis Platz 7 runter das Battle um Third Position ums Podest. Also da können noch 4 Fahrer inklusive uns auf den dritten Platz kommen. So, Runde 16 sind wir jetzt. Haben also noch 5 Runden, die wir uns noch verteidigen müssen. Ja, Steven Hart zu weit weg. O'Hurlefson und der Bär ist jetzt von McCain gestoppt worden. Der Lukas Bär hat sich jetzt... Nein! Nein! Verdammte Scheiße! Verdammte Dreckscheiße hier! Mann! Immer ein bisschen langsamer machen, die wieder rankommen lassen. Scheiß Performance-Ruckler! Und die Rennleitung hat gesagt, ist okay, Beißler macht jetzt in der Kurve langsamer. Und macht hier nochmal langsamer. Ja, er macht langsamer und lässt die rankommen. Das ist natürlich bitter, so ein scheiß Performance-Ruckler. Gott sei Dank, also da muss man sagen, ist Le Castellet dankbar, was das angeht. Denn, in Brasilien oder einer anderen Strecke wäre ich jetzt voll in die Wand reingeknallt. Aber hier konnte man dann geradeaus überbügeln. Performance-Ruckler und dadurch kann ich nicht mehr bremsen, weil ich nicht weiß, was das Spiel dann macht. Und dann, Gott sei Dank, Le Castellet, da muss man dann sagen, kann man dann geradeaus bügeln. Ich habe jetzt aber 2, 3, 4 Mal in dem letzten Sektor ein bisschen mehr vom Gas gegangen, um die wieder ranfahren zu lassen, damit es wieder fair ist. Jetzt sind sie wieder dran. Jetzt sind wir wieder das Alte hergestellt. Aber jetzt wird's knifflig. Der Babic jetzt sich freut. Oh, Fahrfehler, Performance-Ruckler. Hey, du blöde Drecksau! Jetzt reicht's aber! Und Michael Ford ist Dritter jetzt. Was ist mit Babic passiert? Das war des Guten zu viel vom Igor Babic. Zweite Verwarnung für Igor Babic. Das war es Guten zu viel. Und Michael Ford bedankt sich. Jake ist direkt dahinter. Babic fährt noch. Auf der 6. Igor Babic fährt erneut den Beißer ins Auto. Ungestüm jetzt. Und Beißler Boxenfunk. Was für ein Dreckschwein. Fährt mir in die Karre rein. Und Michael Ford ist der Nutzleser. Der lacht sich kaputt und Jake ist auch noch dran. Ja, der Jake wagt sich. Babic fährt noch, hat aber 2 Plätze verloren dadurch. Hat sich also auch kein Gefalle damit jetzt getan. Und Michael Ford könnte jetzt besser wegfahren. Ja, die Reifen sind vorne schon ziemlich im Arsch. Wir haben noch 4 Runden. Es ist noch möglich. Aber Günther Steiner jetzt rüber zu Joe Gerner und Co. und sagt, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Was soll denn das? Der Babic macht ja auch wieder so ähnliche Sache wie in Portugal. Der Michael Ford. Ah,
beschwert sich aber Michael Ford, dass der Beißler da abgekürzt hätte. Die Rennleitung guckt sich das an, wie der Beißler da überholt hat. Der Michael Ford beschwert sich, dass der Beißler da abgekürzt hätte. Die Rennleitung sagt, ist gerade okay. Also die Rennleitung hat das Manöver vom Beißler durchgehen lassen. Und Michael Ford im Boxhook, der hat abgekürzt, der hat sich einen Vorteil verschafft und fährt mir noch ans Auto ran. Aber die Rennleitung sagt, nein, alles okay, das ist Tourenwagensport, wie wir ihn sehen möchten. Das vom Babic, das ist brutal. Aber ja, das möchten wir doch sehen. Das ist doch Tourenwagensport, wie man ihn früher in der alten BTCC in den 90ern gesehen hat. Das will man sehen. Und der Ford denkt sich, okay, also dann packe ich jetzt mal auch harte Bandage aus und fahre dem, jetzt ans Auto. Und Babic hat dadurch Plätze, der hat sich keine Gefalle getan, auf die 6 zurückgefallen. Vierter hätte er werden können. Und Jake Eberhofer. Und Beißler hat Reifenprobleme. Der Ford weiß das, er sieht es, er hat gerade auf gesagt, ich glaube, der hat Reifenprobleme. Und Jake ist auch so ein Reifenflüsterer. Der kann ja auch noch was bewegen. Noch 3 Runden gleich. Ja. Gleich noch 2 Runden. Es staut sich jetzt bis Navarro. Der Kampf immer noch bis Platz 7 runter. Stephen Hart, Olofsson und Schweizer. Also Olofsson noch Glück im Unglück. Der Lukas Beertz mit dem Fahrfehler vor 3-4 Runden selber. 3 Runden noch. Wir sind erst in Runde 18. 3 Runden noch. Das ist ein hartes Rennen, ein anstrengendes Rennen. Aber für den Zuschauer, glaube ich, sehr, sehr schön, sehr geil und sehr spannend anzugucken. Weil die Frage, die sich viele stellen, Grüße an die Konfi, Valvo, Kenny, Joker, Jake, Fuxi, Novien, Xbox-Test und alle anderen, wird der Beißler das Podest hier schaffen? Denn das ist wirklich, er kann auch, wenn es ganz dumm läuft, auf den 7. Platz zurückfallen. Wenn er es ganz gut anstellt, wird er Dritter. Boris Livic ist über 15 Sekunden auf der 2. No, fast 10 hinterm Weigel. Also der Slivic kann den 2. Platz heimbringen. Also der Action spielt sich zwischen Platz 3 bis 7 ab. Das ist das spannendste Duell auch in der TV-Regie. Was die internationale TV-Regie da einfängt, das ist der Kampf um Platz 3, weil da 5 Autos drum kämpfen. Was für ein spannendes Rennen hier in Frankreich. Im schön sonnigen Südfrankreich, jetzt am späten Nachmittag. 15 Uhr Startzeit des Rennens. Wir haben Ortszeit, Rennzeit hier schon weit über 16 Uhr. Und sieht man auch schon, die Sonne steht jetzt auch so langsam tief. Viele Schweizer Fans sind natürlich nach Frankreich runtergefahren, um den Beißler zu unterstützen. Die schweizerische 97. Aber dahinter sind halt auch andere. Auch der Kroate Igor Babic hat sehr viele Fans, die nach Frankreich gefahren sind. Auch Boris. Und natürlich die Patrice Chirac-Fans, die werden heute nichts zu feiern haben. Es wird nur P14. Letztes Jahr war es P16, glaube ich. Chirac kommt mit Frankreich noch nicht zu reden. Aber dieses Jahr hat er auch nicht das Auto, um da was zu bewegen. Also den Podestplatz, den er sich geholt hat in Kanada, war schon spektakulär in den letzten 2 Runden. Hier muss er den verteidigen. 2 Runden gleich noch. Bergmann, Eicher, Deco Impra, der findet gar nicht statt in dem Rennen heute. Bea, Cevicki, da ging auch nicht viel. Und der O'Hörlefson, 2 Punkte ist besser wie nix. Aber um Weltmeister zu werden, vielleicht zu wenig. Wenn der Conor Weigl jetzt hier weiter so loslegt. Das nächste Rennen dann in Imola, da ist wieder alles anders. Aber da hat der Conor Weigl im letzten Jahr gewonnen. Aber wann Imola sein wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ich erwische wieder eine Woche, wo es vom Wetter her wieder geht. Dann fahre ich wieder eins. Ansonsten ist jetzt hier eine kleine Pause von 3-4 Wochen nach Frankreich.
Und wir haben ja die Saisonhalbzeit. Und ich finde die Saisonhalbzeit, die Weltmeisterschaft, deutlich spannender als die im letzten Jahr. Auch in der GT1-WM ist es ein schöner Zweikampf aktuell. Jetzt konnte er sich absetzen. Günther Steiner, das ist wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis hier für Fiat. Der Michael Ford, der ist dran. Der Jake kann ihm noch folgen. Aber der Babic hat sich mit seinem Reinfahren in der Beißler, hat er sich eine Podestchance eher ruiniert jetzt. Die Rennleitung hat übrigens zu dem Beißler-Manöver auch noch gesagt, der Beißler ist so innen reingefahren, dass das eher mit einem Crash hätte enden können, wie dass das jetzt so ausgegangen ist. Von daher, da es so ausgegangen ist, lassen wir da eine Verwarnung. Beißler kriegt aber eine Verwarnung dafür noch. Sie sprechen Beißler eine Verwarnung aus, aber da das diesmal ohne Crash gab, weil er ist so weit innen angefahren, das hätte den Ford auch runterschießen können. So, Weigl geht in letzte Runde, Slivage folgt ihm auf der 2 und dann kommt das Kampfpaket um Beißler, um Ford, um Eberhofer, um Babic, um Navarro. Steven Hart ist nicht mehr mit dabei. Er ist 20 Sekunden weg von dem Paket, legt mich aber hasch. Heißt auch gleich für uns, Final Lap für den Michael Beißler. Noch einmal muss er diese Runde hier überstehen und der Michael Ford, der hat noch lange nicht fertig. Starkes Rennen für den Ford Focus. Der ist heute auch fokussiert, der Michael Ford. Wahnsinnig starkes Rennen. Es ist für mich auch der Mann des Rennens, Michael Ford. Und dann würde ich sagen, Michael Beißler, auch ein Mann des Rennens. Aber Michael Ford vielleicht noch mehr. Der hat ja schon den Start gegen den Cevicki gewonnen. Der was Qualifying-Duell verhauen hat, hat einen heute im Rennen geschlagen. Cevicki ist nur 15. Bergmann, Fuchsi weit weg vom Schuss, Eichert weg. Lukas Beer hat sich da aus den Punkten geworfen mit einem Fahrfehler. Der ist zu weit rausgekommen in dem letzten Sektor. Die Problematik. Jake, also die Top 3 Fahrer des Tages, Michael Ford, Michael Beißler und Jake Eberhofer, würde ich sagen. Halt, die sind wirklich richtig gut nach vorne gefügt. Beißler hat den Start des Tages gehabt von 12 nach dem Start auf die 5. Und das könnte ihm jetzt Platz 3 bringen. Wir haben harte, aber noch gerade faire Duelle gesehen. Das war in Portugal nicht der Fall. Da haben wir einen unfair fahrenden Beißler gesehen. Aber heute ist eben ein kämpferischer Beißler. Was wird der gleich auch jubeln für den dritten Platz? In wenigen Augenblicken wird Conor Weigl, der Reifen vorne links ist schon ziemlich abgenutzt. Haben wir gerade im Funk gehört vom Beißler. Das ist schlecht im Kampf um den dritten Platz. Es kommt nämlich dieser gefährliche Last-Sektor. Bei Toyota stehen sie schon an der Boxenwand. Es wird der vierte TWC-Sieg der Karriere von Conor Weigl werden. Conor Weigl hat zum vierten Mal ein TWC-Rennen gewonnen. Glückwunsch, zweiter Saisonsieg. Hat damit mit Beißler in der besten Liste gleichgezogen. Boris Livic, Jubel bei Fiat auf der 2. Boris Livic mit seinem ersten Podest in der Tourenwagen-WM. Aber wer wird Dritter? Michael Ford, Michael Beißler oder doch noch Jake Eberhofer? Igor Babic ist raus. Navarro ist raus. Beißler, Ford, Eberhofer. Die drei. Es sieht wohl nach Michael Beißler aus. Eichert de Coimbra drüber. Jawohl! Yes! Yes! Ja! Und Eberhofer hat Ford überholt in der letzten Runde. Ja! Yes! Dritter Platz! Babic, Navarro, Steven Hart jetzt im letzten Sektor. Und Eberhofer hat in der Startzielgerade noch den Michael Ford ausbeschleunigt und wird Vierter. Ford 5, Babic 6, Navarro. Steven Hart kommt jetzt auf der 8 eingefahren. Und was für ein Jubel. Und da klopft er aufs Lenkrad vor Freude, der Beißler. Steven Hart auf der 8. Harald Oerlifson holt dann irgendwie 2 Punkte.
in einem Rennen, das für ihn eher schwierig war, aber hat das Beste draus gemacht. 2 Punkte können ja auch wichtig sein. Und dahinter Matze Schweizer holt noch einen für Seat. Rolko 11, McCain punktelos zum zweiten Mal auf der 12. Lukas Beer, Fahrfehler am letzten Sektor, da waren Punkte heute drin. Chirac auf der 14, Czewicki hat den Start vermurkst und kam in den ersten 2-3 Runden nicht zurecht und hatte dann in dem Rennen keine Chance mehr. Ja, Michael Ford am Ende Fünfter wird. Ich glaube mal, ein Zehntel oder so. Czewicki im Ziel. Valvo auf der 16, war heute nichts drin in dem Rennen. Und der Sieger Conor Weigl. Fuchsi, ja, das war auch zum Vergessen heute. Er kommt jetzt auf Start und Ziel im Schlepptau mit Rocky Bergmann. Auch für den war das nach dem zweiten Platz in Portugal für die Mülltonne. Aber der Sieger heißt Conor Weigl. Nach wie vor heißt der Sieger Conor Weigl. 4. TWC-Sieg, meine Damen und Herren, für Conor Weigl in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Damit mit dem Beißler der ewigen Bestenliste gleichgezogen. Hat letztes Jahr auch 4 Rennen gewonnen. Wahnsinnig. Boris Livic auf der 2. Michael Beißler. Was für ein Jubel. Hängt die Schweiz-Flagge raus. Zweites Podest. Aber wie hat es sich erkämpft hat müssen. Dieses Podest. Das war sensationell. Hart, aber fair. Ganz anders wie in Portugal. Als er da unfaire Zickzack-Gefahren ist. Ja, wie viel Zickzack er gefahren ist. Das ist unfassbar. Aber... ja, in Portugal war es halt nicht ganz so gut. Aber hier hat er sich rehabilitiert für das unsportliche Gefahren in Portugal. Wahnsinnsrennen. Das war, also ich finde, das war für mich der schönste dritte Platz. Ich musste mir den wirklich sehr, sehr hart erkämpfen, den dritten Platz. Und ich finde, das sind doch die schönsten Podestplätze, die man sich bis zum Schluss erkämpfen muss. Platz 3. Der Jubel war berechtigt, als ob er gewonnen hätte, bejubelt er das Podest. In Kanada war schon geil, den da noch in der letzten 2 Runde zu holen. Aber den hier musste ich mir eigentlich von Anfang an, musste ich Kampflinien fahren, unorthodoxe Linien. Sehr hart wurde ich getackelt, 2-mal von Babic, dann gegen den Ford. Dieses harte Manöver, dieses wahrscheinlich entscheidende Manöver zum dritten Platz. Wahnsinnig. Es ist ein Wahnsinn. Ein Hammer ist es. Wahnsinnsrennen. Boah. Ich glaube, das hat den Zuschauern auch Spaß gemacht. Also da könnte man auch jetzt in Sommerpause gehen, weil mit so einem Kracherrennen in Südfrankreich, also die Strecke, die eignet sich perfekt. Schon allein wegen dem kurvigen Erste und dem schwierigen letzten Sektor ist das eine ideale Tourenwagen-WM-Strecke. Werden Sie auch nächstes Jahr wieder sehen. Und Conor Weigl damit gleichgezogen in der Bestenliste. Auch 4. TWC-Sieg. 2 im Vorjahr, 2 jetzt. Absoluter WM-Kandidat. Der hat von Anfang an, also einmal das Livic sich zeigt, aber hat von Anfang an den Start gut gemeistert. Und er hat keinen Zweifel dran gelassen, dass er heute das Rennen gewinnen möchte. Boris Livic und Michael Beißler kommen jetzt ins Parc Fermé mit seiner Schweiz-Flagge an der Tür. Und der Reifen vorne links, der war richtig kaputt schon. Also, es wäre nicht mehr lang gegangen, aber... oh, 2. Podestplatz, 2., 3. Platz des Jahres nach dem Auftakt in Kanada. Und auch den hat er sich spektakulär. Da hat er den Jäger gespielt und hat die noch eingeholt. Auf den Stadtkursen könnte der Fiat eher einen Vorteil haben. Werden wir ja auch noch einen sehen in Canberra, der hat es aber auch noch in sich. Und vielleicht in Okayama auf diesen kurzen Strecken. Da haben wir noch eine Chance. Aber der hier, in Kanada war der Beißer der Jäger, hier war er der Gejagte, der die ganze Zeit Druck von irgendeinem gab. Ob es Babic war, ob es Ford war. Oder Jake Eberhofer ist am Ende 1/10 auf der Startzielgerade kurz vor der Linie, ist er mit einer halben Wagenlänge noch am Ford vorbeigezogen. Der kam besser aus der letzten Kurve raus als Ford und Beißler.
Wahnsinnig. Also Jake, das war auch... Also Fahrer des Tages, Jake Eberhofer, Michael Ford und dann Micha Beißler. Das waren die drei Fahrer des Tages. Gehen wir mal das Rennergebnis durch. Zweiter Saisonsieg nach Brasilien für Conor Weigl. Er verteidigt damit die WM-Führung weiter. Zweiter Saisonsieg von Conor Weigl. Bleibt WM-Führender. Er baut sie sogar noch aus mit dem Sieg. Geht also als WM-Führender in die zweite Saisonhälfte. Wahnsinn. Das ist der Top-Kandidat um die WM, Conor Weigl, in diesem Jahr. Boris Livic mit seinem ersten Podestplatz. Babic hat ja schon zwei kroatische, jetzt der dritte kroatische Podestplatz. Jubel auch bei den Kroaten, die hier nach Südfrankreich gereist sind. Boris hat jetzt gezeigt, ist auch angekommen. Damit hat jeder Fiat-Pilot mindestens ein Podest geholt in diesem Jahr. Vierter Podest gesamt für Fiat. Zwei Beißler, einmal Slivic, einmal Eichert. Also Saison noch, also zumindest mal vierte Kraft kann man noch werden in dieser Saison, aber für mehr wird es nicht reichen. Weil ab Platz 4 da die Hersteller schon ziemlich eng beieinander sind. Aber auch Ford bleibt dran. Dann Jake Eberhofer auf der 4. Wahnsinn, der Jake kam von der 10 und auf die 4. Beiß hat den besten Start gemacht, der kam von der 12 auf die 5. Also der hat da diesmal die richtige Linie beim Start genommen. Michael Ford auf der 5. Kann es gar nicht glauben, dass er da am letzten Meter... hat gerade gesagt, er denkt, Start-Ziellinie hätte noch gereicht, dass er da noch vom Jake überholt wurde. Ich habe jetzt erst im Cockpit gesehen, dass er noch Fünfter ist statt Vierter. Und er hat jetzt auf dem Zeitentableau gerade gesehen, dass der Jake doch noch an mir vorbeigekommen irgendwie. Hat aus dem Cockpit gar nicht so gesehen, dass es so war. Ich dachte, der war noch neben ihm. Er hat schon gemerkt, dass Jake besser rauskam aus der letzten Kurve. Aber ja, stark. Auch für Beißler und Ford mal nach 2-3 Rennen endlich wieder Punkte. Igor Babic auf der 6, dass der mir da in dieses Auto reingefahren ist, das war natürlich dämlich. Das hat ihm mehr gekostet wie mir im Endeffekt. Dann Juan Navarro, dass er da nicht ums Podest fährt, war klar. Aber ein starker, starker siebter Platz für Seat. Zuletzt gelang ein siebter Platz im Seat-Pilot im Schweizer in Kanada. Steven Hart auf der 8, der spielt keine Rolle. Er spielt eine Rolle für die Herstellerwertung, aber ich glaube für die WM noch nicht. Harald O'Hurlefson, der hat das Beste draus gemacht, da von der 14 immer noch 2 Punkte. Und Matze Schweizer holt noch einen für Seat. Er hat auch wieder ein anständiges Rennen gehabt, der Schweizer. Hat auch Pech gehabt, wurde da ja getackelt vom Beißler in Portugal. Dustin Rolko, der hat den Start nicht hingekriegt, ist zurückgefallen. Audi hat die Pace nicht. Colin McCain ist zu lange hinter den Audis und Seats festgehängt da hinten. Da war nichts machbar. 12. Platz, aber auch ihm entgleitet jetzt so ein bisschen der Anschluss, Colin McCain. Lukas Beer auf der 13 hat 4-5 Runde vor Schluss Fahrfehler auf Platz 9 liegen. Macht es weit rausgerutscht in der Kurve 11. Richtung Kurve 12 und hat da die Plätze verloren. Dann Patrice Chirac 14. Cevicki 15 hat auch den Start versiebt. Valvo 16, da war nicht mehr drin. Fuxi vom letzten Mal auf die 17. Bergmann 18, da war auch nichts drin für den Rocky. Der hat sich das anders vorgestellt. Eichert auf der 19 und Deco Imbra auf der 2. Die haben irgendwie gar nicht stattgefunden. Die zwei hat man nicht gesehen und auch der Rocky hat nicht stattgefunden. Wenn man sieht, was der Jake heute abgebrannt hat im BMW. Also der Fahrerkader von BMW ist sehr gut. Jeder kann in jedem Rennen mal irgendwas. Aber für die WM glaube ich noch nicht gut genug. Das Auto. Also, aber dritte Kraft, das ist durchaus drin. Jake hat wieder gute Punkte gesammelt dafür, um Platz 3 zu verteidigen, aber mehr wird es wohl auch noch nicht wert. Denn die ist gut, Platz 3. Gehört zu den großen 3 da vorne. Und der Conor Weigl. Und wer müsste sogar noch die drin haben? Genau, beim letzten Mal gab es ja nur eine Hymne. Da gab es ja nur die Deutsche, da hat ja ein BMW-Pilot gewonnen. Die Deutsche-Japanische heißt jetzt gleich. Wahnsinn. Im Cooldown-Raum am Circuit Paul Ricard.
Das sechste Saisonrennen der TWC, die Saisonhalbzeit, und Conor Weigl hat sich zum zweiten Mal einen Saisonsieg geholt. Genauso souverän, wie er auch schon in Brasilien gewonnen hat. Also wenn der Conor Weigl dieses Jahr ein Rennen angeführt hat, dann hat man ihn nicht einfangen können. Also der Conor Weigl ist für mich tatsächlich ein Kandidat. Schon vor Saisonbeginn ganz ruhig und sachlich gesagt, ja, mit dem Auto kann man vorne mitfahren. Um Siege, Weltmeisterschaft, schauen wir erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Im Moment läuft es für den Conor Weigl, muss man sagen, dass er der Michael Beisler den WM-Titel abnehmen kann. Ich meine, dass wir Weltmeister werden, ist jetzt eigentlich Utopie. Aber wenn wir heute mal wieder 20 Punkte geholt haben, sind jetzt mit dem Colin McCain gleichgezogen, aber der bleibt vor uns, weil der hat zwei Siege mehr. Aber ja, das gibt dann halt wieder so Platz 6 in der Meisterschaft, aber der Conor Weigl hat jetzt da über 80, fast 90 Punkte habe. Das sind immer noch über fast 30 Punkte Rückstand. Alles aufholbar, aber mit dem Auto, glaube ich, ist es sehr schwierig, das zu schaffen. Ich glaube, dass wir uns darauf verständigen müssen, dass es keinen Weltmeister Michael Beisler gibt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist auch mal schön, dass auch mal in einer Rennserie, wo ich selber fahre, auch mal nicht der Michael Beisler Weltmeister wird. Die beste Serie, wo das passieren kann, Tourenwagen-Weltmeisterschaft. So, jetzt kommen Sie aufs Podest, meine Damen und Herren. Auf der 3. Mit einem sensationell kämpferisch und starken, fighterischen Rennen für Fiat Racing Competizione aus der Schweiz, Michael Beisler. Und zweite Mal in der Saison stellt er sein Fritz Cola Fiat auf die 3. Zwei Rennen nicht gepunktet und jetzt wieder so ein Big Point. Soll aber nicht heißen, dass er jetzt wieder 5 Rennen nicht mehr punktet. Imola ist das nächste. Und das wird schwierig. Das ist eine Strecke, die mir fahrerisch überhaupt nicht liegt. Aber dann Nürburgring, da freue ich mich schon drauf. Das ist eine Beißler-Strecke. Aber in Imola ist auch nicht so viel Highspeed. Vielleicht habe ich da mit dem langsamen Fiat aber bessere Karten als im letzten Jahr. Auf Platz 2 ein weiteres Podium für Fiat Racing Competizione. Sein erstes in der TWC aus Kroatien, Boris Slivic. Und der freut sich. Der hat gewusst, dass mit dem Auto ist der Sieg nicht drin dieses Jahr. Aber ein Podestplatz, das hat er schon gewusst, dass das drin ist. Und der Sieger des heutigen Tages, zum zweiten Mal in dieser Saison, zum vierten Mal gesamt in der TWC für Toyota Motorsport aus Deutschland, Conor Weigl. Also vierter Tourenwagen-WM-Erfolg für Conor Weigl und es war noch nicht der letzte, das kann ich jetzt schon mal sagen. Der hat's in der Hand, der kann es schaffen. Aber das hat man in der GT1 vom Luca Lichtmess auch mal gesagt. Und ja, der verliert es gerade im Moment eher. Aber der Weigl, der ist Bombe. Und wenn der mal geführt hat, dann hat man den Toyota nur noch von hinten angucken können. Und wir hören jetzt zu Ehren von Conor Weigl die deutsche Nationalhymne und zu Ehren von Toyota die japanische.
Wahnsinnig gutes Rennen. Conor Weigl, der freut sich überirdisch, freut er sich. Er ist wirklich zufrieden. Also der weiß, dieses Jahr läuft es besser. Letztes Jahr hat er einen schweren Start gehabt. Da hat er noch lernen müssen. Brasilien schon seine ersten Führungskilometer geholt und dann gegen die Schweizer im Fiat verloren, weil er mit der Reife abnutzen ist. Aber das hat alles gelernt, der Conor Weigl, schon Ende letzten Jahres, wo er mal versucht hat, den Beißler zu challengen, aber hinterheraus dann keine Chance. Aber in diesem Jahr, hat ja letztes Jahr in der zweiten Saison schon aufblicken lassen mit 2 Siegen dann in Imola und in Salzburg. Salzburg fahren wir nicht, aber Imola und Adam Vorjahr gewonnen. Wieder eine Strecke für den Conor Weigl und für Toyota. Also der könnte jetzt da richtig gut wegziehen, aber die WM ist noch spannend. Babic hat Punkte geholt, wird sich ja Shimano Hörlefsson vorbeisetzen. Wird Harald Hörlefsson vielleicht wieder zurückschlagen? Denn heute hat er seinen eigenen Druck nicht standgehalten mal wieder. Und das ist der Conor Weigl, der hat es einfach physisch geschickt gemacht. Anstrengendes Rennen und das Podest von das Doppelpodium von Fiat ist auch mal wieder ein Balsam für die harte Arbeit, dass man es mal wieder aufs Podest geschafft hat. Und das auch jetzt mit 2 Fahrern diesmal. Herr Boris hat da keine Probleme gehabt, seit der Beißler hinter ihm gefahren ist. Der Boris gewusst, der Beißler kommt mit dem Auto dies Jahr nicht so zurecht. Und wenn ich das einfach ordentlich fahre, dann... Und er hat das auch gemacht. Er konnte wegziehen, während der Beißler da hinten kämpfen musste. Zum Teil mit 5 bis 6 Fahrern um den 3. Platz. Und er hat es am Ende dann doch geschafft. Mit einem Fahrfehler und ein kleiner Performance-Ruckler und nochmal ein heftiger Performance-Ruckler, wo wir da über die Schikane mussten plötzlich. Und das war sehr, sehr anstrengend. Mussten uns da auch hart Manöver sind von Babic 2-mal fast umgedreht worden. 2 bis 3-mal sogar. Den Michael Ford war sehr eng. Ja, und am Ende haben wir uns durchgesetzt, haben wir uns diesen Podestplatz einfach wahrlich erkämpft. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Das war fair, das war Tourenwagensport heute, das Rennen, und so muss das sein. Das in Portugal, das war nicht gut von mir. Ich da rübergezogen bin, an die Bande gedrängt, 3, 4 abgeschossen habe. Das war wieder der alte Beißler, das war heute hier schon wieder ein besserer Beißler. Mal gucken, was dann in Imola, in Runde Nummer 7 passiert. Das wird dann das 19. Gesamtrennen der TWC sein. Nach dem ausfallreichsten Rennen in Portugal haben wir hier den spannendsten Podestkampf gesehen in Frankreich. Was wird uns jetzt in Italien in Imola bescheren? Das werden wir dann sehen. Ich sag schon mal, das war's von der TWC-Übertragung 2021 aus Le Castellet, Südfrankreich. Wir hören uns dann in 3 oder 4 Wochen wieder in Imola. Wenn es dann mit dem Wetter ja wieder eine Woche erwischt, wo es ganz gut ist, dann fahre ich das auch wieder. Und dann nach Imola wird es auf jeden Fall eine kleinere 3-wöchige oder auch 4-wöchige Sommerpause dann geben von der TWC, bevor es dann in die letzten 5 bis 6 Rennen noch geht. Und das wird eine WM, kann der Conor Weigl vielleicht vorzeitig, aber ich glaube eher, es wird spannend bis zumindest Canberra oder Sentul werde wieder. Und da könnte sich die WM entscheiden. Aber das werden wir dann alles sehen. Ich sage schon mal danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das hat euch gefallen, das Rennen. Und dann sehen wir uns in Imola beim Race of Italy wieder in der TWC. Ich sage schon mal keep racing, auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal aus Imola. Ein Au revoir aus Frankreich. Bis zum nächsten Mal. Euer Beißler.